Hallo und willkommen zu dem Festplattenvideo. In diesem Video möchte ich mal hier diesen Festplattenfehler Smart Error zeigen. Anhand dieser Platte, was das ist, was man da machen kann, ob man überhaupt was machen kann und was man nicht machen sollte. In einem anderen Video zeige ich dann hier diesen Festplattenfehler Click of Death und was man da machen kann oder auch nicht machen sollte. Das hier ist eine aktuelle 1 TB Western Digital Platte, hat 7200 Umdrehungen, 64 MB Cache, ist aus dieser Blue-Reihe. Die ist natürlich SATA, ganz klar, wie man hier sieht. Platine ist relativ klein, die Platte ist auch sehr leicht und relativ hohl hört sich das an, da ist auch nicht mehr allzu viel drin. Und die schließe ich jetzt mal an. Die Platte läuft zuerst mal ganz normal. Da klickt nichts, da klackt nichts, da gibt es keine komischen Geräusche raus. Und das kann man auch hier mal so hören. Ist also ein ganz normales Laufgeräusch. Ich habe die Festplatte mit dem Smart Error Problem jetzt an einen PC angeschlossen, der schon eine Festplatte drin hat. Jetzt werden hier in der Summe zwei Festplatten angezeigt. Einmal hier die eingebaute und dann oben die zu kontrollierende mit dem Smart Error. Also hier werden die schon mal richtig und ohne Probleme angezeigt. Die Firma Western Digital bietet hier eine Software an, die kann man sich im Internet auf deren Homepage kostenlos runterladen. Und zwar heißt die hier Western Digital Data Lifeguard Diagnostics. Die ist in der Lage, Festplatten von Western Digital zu untersuchen, auf Fehler oder auch nicht. So sieht das Icon hier oben aus, was unter Windows angelegt wird. Und wenn man die Software startet, dann findet die alle Festplatten und findet hier in unserem Fall die erste Western Digital und die zweite. Sagt aber direkt mal, dass beide okay sind, also die kriegen hier so einen grünen Pfeil. Diese Aussage hier mit dem grünen Pfeil, dass die okay ist, die stimmt aber nicht. Wir können die Platte jetzt hier nochmal testen. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Platte. Die Seriennummern werden ja auch hier angegeben. Und kann sich dann hier nochmal den detaillierten Bericht angucken. Show Smart Drive Info. Und auch hier sind überall grüne Haken, aber auch das stimmt nicht. Also die Platte hat einen Fehler. Klickt man das Fenster mal weg. Nochmal mit der rechten Maustaste drauf und man startet hier dieses Diagnoseverfahren. Dann gibt es entweder einen Schnelltest, den erweiterten Test, Platte löschen oder sich Testresultate angucken. Wir nehmen hier diesen Quicktest, den Schnelltest und Start. Dieser Schnelltest dauert so in etwa 2 Minuten, je nachdem wie groß die Platte ist und welche Platte das ist. Kann auch sein, dass er vorher abbricht. Und hier hat er jetzt diesen Test mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Quicktest auf Laufwerk 2 nicht komplettiert und Statuscode 07, Smart Self-Test nicht komplett. Also da ist ein Fehler in diesem Smart-System, in diesem Self-Monitoring and Report Technology. Also die Platte selber ist in der Lage, Fehler aufzuzeichnen, aber die kann sie auch jetzt hier nicht wiedergeben. Also die Platte ist so in der Form nicht benutzbar. Hier wird auch jetzt dann ein rotes X angezeigt und das können wir mal schließen. Hier sagt er nochmal, Test nicht bestanden, ansonsten braucht man auch jetzt nichts weitermachen, kann man beenden, obwohl hier fälschlicherweise noch steht, dass er bestanden sei. Diese Platte ist also jetzt definitiv defekt, sollte man auf keinen Fall benutzen oder irgendwas drauf speichern. Das erste, was man machen sollte, ist Daten retten unter Windows, weil ansprechbar ist ja noch zum Teil und dann kann man die eigentlich nur entweder auf Garantie einschicken oder wenn sie defekt ist und keine Garantie mehr hat, dann entsorgen. So eine Festplatte besteht ja im Wesentlichen aus zwei Teilen. Einmal die Platten, die hier drin sind, auf denen die Daten gespeichert sind. Und dann hier unten nochmal die Elektronik. Das ist halt dieses Grüne hier. Das ist eine Einheit, eine Platine, die ist SMD bestückt. Da kann man auch nichts wechseln, nichts auslöten. Hier liegt wahrscheinlich auch jetzt der Fehler, dass die Elektronik halt nicht die Daten richtig kommuniziert. Kann man so nicht reparieren. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte natürlich dann die Platine austauschen gegen eine andere und könnte versuchen, das dann wieder in Betrieb zu nehmen. Könnte unter Umständen funktionieren, aber in dem Fall Daten sichern auf einen USB-Stick auf eine andere Platte und dann die Platte entweder entsorgen oder auf Garantie austauschen lassen. In der Software hier gibt es noch eine Option, da klickt man auf die Platte mit der rechten Maustaste, sagt Run Diagnostics oder Diagnostics und kann dann hier Write Zeros, die Platte einmal komplett löschen. Da werden dann Nullen draufgeschrieben. Reparieren tut das natürlich jetzt in diesem Fall auch nichts, weil der Fehler ist hier ein Elektronikfehler von der Platine. Das Einzige, was hier jetzt gemacht wird, ist, dass die Daten gelöscht werden, die man drauf hat, die persönlichen, als wenn man die Platte weitergibt oder entsorgt. Sollte man das auf jeden Fall tun, Write Zeros, damit keiner die Daten bekommt, die man
privat da drauf hat. Fazit ist, wenn man so eine Platte hat, die sich ein bisschen merkwürdig verhält, aber keine besonderen Geräusche macht, dann kann es sein, dass ein Elektronikdefekt ist, Smart Error, dann sollte man auf jeden Fall Daten sichern und dann Platte entsorgen. Das ist äußerst unsicher und das macht man am besten mit dieser Software, die gibt es kostenlos. Man muss auch diese ganzen Tests durchführen und danach sollte man sich eine andere Platte besorgen.